Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh yeah. Und wir versuchen gerade nochmal den Eingang vom Gipfelturm zu finden. Ansonsten wird das wahrscheinlich wie immer eine Quest sein, die wir annehmen müssen, um herauszufinden, wie wir durchkommen. Kann natürlich sein, dass sich der Weg erst offenbart, wenn wir halt eine bestimmte Quest haben. Ich weiß es nicht. Ansonsten ist das nämlich verdammt unlogisch, dass hier eine Treppe ist. Aber naja, was soll's. Irgendwann finden wir schon alles. Kein Problem. Leni? Warst du nicht gerade hinter mir? Was machst du für Geräusche? Na gut, egal. Wir gehen erstmal weiter. Kann sein, dass wir die Quest nochmal bekommen. Wir müssen halt nachher in Solstheim ein bisschen rumfragen. Oder nachdem wir Dragonborn gemacht haben. Hm? Achso, das war der verbrannte Zweigling, der so ein Geräusch gemacht hat, ja? Gut. Gut. Ah, 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 ich brenne. Ich brenne. Oh, du lebst noch? Alter, was lebst denn du noch? Komm, nehmen wir mit den Scheiß. Das ist jetzt unser Pokal, das wir ihn besiegt haben. Kennen wir das schon? Das kennen wir schon, ne? Das kennen wir schon, ja. Na gut. Gibt hier anscheinend nicht mehr viel zu erforschen. Wir haben, glaube ich, alles schon gefunden, ne? Na, alles würde ich bezweifeln. Aber ein Großteil. Deswegen speichern wir erstmal automatisch, bevor wir auf die Karte gehen. So macht man das heutzutage. So. Karte. Aktueller Standort ist schön für dich. Ich würde sagen, hier haben wir noch eine dezente Lücke, oder? So eine kleine. Wir gehen mal hier hin und gucken uns ein bisschen um. Kann ja sein, dass wir irgendwas verpasst haben oder hast du nicht gesehen. Dann würde das schon, ne? Ja, da sehen wir auch meine FKK-Tochter. Diesmal hat sie ja auch wieder was an. Hat lang gedauert, bis wir die irgendwie zum Anziehen gezwungen haben, ne? Außerdem, was ist das für ein komischer Gürtel? Das sieht irgendwie ein bisschen kacke aus, ne? Hat man das früher so getragen mit einem Gürtel? Hallo, Freunde. Ja, ist ja gut. Wollte doch nur Hallo sagen. Ja, wenn wir alles soweit entdeckt haben, werden wir nochmal in die Stadt gehen, ein bisschen rumquatschen. Mit den Leuten. Falls bis dahin kein Kurier kommt. Und dann müssen wir halt zu dem Hans-Dieter da hinten hin, ne? Gut, hier ist auch nichts. Nachdem wir die Quest und alles gemacht haben, werden wir hier einmal kurz hingehen. Ich glaube tatsächlich, dass hier irgendwo in der nahen Umgebung noch irgendwas ist, was wir nicht entdeckt haben. Und dann machen wir die Quest zu Ende. Und dann machen wir Dragonborn fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt mittlerweile wieder schon haben, ne? Ne, egal. Ich meine, so wie das ist. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr. Ich glaube, ich müsste irgendwo bei 60 sein. Ich habe keine Ahnung. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Haben wir den Drachen da hinten getötet? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir den nur kurz entdeckt haben, ne? Und dann keinen Bock hatten, den zu machen. Warte, wir gehen da mal hin. Wir gehen da mal hin. Kein Stress. Ich glaube, wir sind nicht zu ihm gegangen. Ich glaube, wir sind ehrlich nicht zu ihm gegangen. Das ist meine Erinnerung jedenfalls. Aber meine Erinnerung verarscht mich eigentlich immer. Also so ist es nicht. Ach ja, das Rieglingnest, ne? Die sind doch alle tot. Seid bis da alle tot. Ich hab keinen Bock, euch nochmal umzubringen. Ihr seid eine Plage. Alter, wie hoch der noch? So, das Drachennest. Kann sein, dass wir den Drachen getötet haben, weil er auf uns zugeflogen ist. Aber ich glaube nicht, dass wir seinen Standort geplündert haben, oder? Oder? Oder waren wir doch hier? Okay, das Ding haben wir mitgenommen. Das heißt, hier waren wir wahrscheinlich schon. Eisenschwert der sengenden Hitze? Okay. Ja, wieso nicht? Haben wir also noch nicht aufgesammelt, ne?
Ja, wir haben soweit alles erkundet. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Rieglingen. Vielleicht haben die Rieglinge noch was für uns. Und dann. So. Hallo? Ah, geht doch. Ich wollte schon sagen, wieso kann ich nicht hinreisen? Ja, wir machen die Rieglinge fertig. Wir machen die Quest für die Rieglinge fertig und dann machen wir die Rieglinge fertig. Und ich glaube, dann müssen wir noch einmal kurz nach Himmelsrand und ein Dornherz suchen. Für den Hans-Dieter da, weil er ein Dornherz wollte. Und sobald wir alle Quests soweit abgeschlossen haben, müssen wir halt nur noch Dragonborn besänftigen, bezwingen. Und dann, denke ich mal, kommen noch einige Quests von den im Skaldorf dazu. Geht alle rein, es wird dunkel, Freunde. Ah, ich erinnere mich. Ah, Moment. Als wir dieses Schweinequest gemacht haben, ne? Hat er ja gesagt, du bringen, er folgen. Damit hat er nicht gesagt, dass ich einen Riegling-Typen dazu bekomme als Begleiter, sondern dass das Schwein mir folgt, wenn ich ihm was zu essen bringe. Rotgras? Wo habt ihr gelebt, bevor ihr hierher gekommen seid? Stammleben überall, ganze Welt im großen Wasser. Aha, im Wasser? Na gut, hier habt ihr euer Suppelus. Gutes Rotgras, wir später verbrennen. Jetzt letzte Aufgabe. Dann ihr zu Stamm gehört. Yay, was müssen wir jetzt tun? Böse Nord, sagen Tirs gehört ihnen. Leben am Wasser, ärgern Stamm. Wir kämpfen, ihr stark, ihr helft. Keine bösen Nord mehr. Ihr wollt, dass ich die Leute umbringe? Böse Leute, sie kommen. Kämpfen gegen uns. Jetzt wir zurück kämpfen. Okay, Freunde, okay. Jetzt kommt's. Es kommt die berüchtigte Münze wieder zum Einsatz. Meine 2-Euro-Münze. Falls ich sie nicht ausgegeben habe in den letzten Stunden. Habe ich sie zurückgelegt? Nein, habe ich nicht zurückgelegt. Die muss irgendwo hier rumliegen. Nee, da ist sie. Alles gut. Hab sie doch ins Portemonnaie gelegt. Also gut, ich würde sagen, Zahl, ich merke es mir jetzt wirklich, Zahl, wir helfen dem Häuptling Kopf, wir helfen den Nord. Und zack. So, Zahl, Riegling, ne? Und Kopf Nord. Und wir haben Zahl, das erspart mir wenigstens die Lauferei. Also gut, los geht's. Wir kämpfen. Rutscha. Yeah, Mover Fatto. Nein! Scheiße, er ist schon rausgerannt, ne? Ich weiß nicht, ob die noch ein paar Quests für uns haben. Nein! Soll ich dem Häuptling wieder in den Rücken fallen? Vielleicht schaffe ich es vor, denen da zu sein, wenn ich reise. Wo war das jetzt? Hier unten irgendwo? Hier ist ja Skaldorf, das heißt ja, das Camp war hier unten irgendwo. Lass mich in Ruhe, ich muss erst da sein. Ich muss erst da sein. Nein. Laufe ich richtig? Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Ich glaube, das war hier unten. Freunde, ich habe Scheiße gebaut. Okay, das kommt sehr spät. Scheiße. Ich mag es nicht, wenn Quests scheitern. Aber ich musste mich entscheiden. Sind die böse auf mich, wenn ich da jetzt hingehe? Oder kann ich mit denen auch normal sprechen? Von wegen, ey, pst! Verzieht euch! Oh Mann. Hätte den Nord helfen sollen. Jetzt helfe ich irgendwelchen Viechern, die mich übelst nerven. Das ist doch nicht wahr, ey. Da ist das Lager. Shit. Ich kann nicht mit ihnen reden. Wo wissen die denn, dass ich die angreifen will, hä?
Aus eurem Fell mache ich mir ein schönes Teppichkätzchen. Dann zieht euch. Ihr habt schon verloren. Findest du? So erbarme sich eurer. Ja. Kann sein, dass wir nicht alle Quests dadurch schaffen, aber naja. Seid ihr verwirrt? Kommt ihr nicht hier hoch oder was? Ha! Oder kämpft Leni da hinten? Ich weiß nicht, geh mal runter, dann kommen die zu mir. Freunde? Kaum schleiche ich nicht mehr, kommen die hier angerannt, wie so die Irren. Oh Gott. Nee, schwere Rüstung verbessert. Ich weiß zwar nicht wozu, weil ich eigentlich leichte Rüstung haben möchte. Aber naja, die kommen hier nicht her. Die sind zu blöd. Oh, da kommen die Reglinge und helfen mir. Ja. Der kippt einfach mal um. Tada. Ach, die leben noch. Was ist da hinten für ein Feuer? Okay, damit hätten wir die Nord bezwungen. Ja, die haben nichts wirklich Tolles dabei. Das war ein Nordstreitkolben. Ich dachte, das wäre Totenschädel oben drauf. Ja, nix. Nix. Leni, du kommst ein bisschen spät. Kurva hat auch nichts. Was? So, wir schauen noch mal da hinten beim Feuer nach, was das da hinten ist. Das war mir ein bisschen zu auffällig. Wellen. So, was gibt's denn? Huch. Zwei Feinde, die sich bekriegen. Eiszauber. Ja, jetzt wenden sich beide an mich. Da hat ein Feuerzauber und ein Eiszauber gegeneinander gekämpft. Wie cool ist denn das? Komm her. Komm her. Nicht abtauchen. Nehmen wir mit. So. Wieso haben die gegeneinander gekämpft? Ich sehe sie nicht. Tja, ich habe die größere Leni dabei. Spasti. Bin ich jetzt verlangsamt worden? Oder trage ich zu viel? Boom. So, Perle nehme ich gerne mit. Und ja, das war's endlich. Ich trage nicht zu viel, okay. Wurde nur verlangsamt. Wieso haben die hier gekämpft? Haben die einander Waffel oder was? Hm. Sehr seltsam. Naja, mich soll es nicht stören. Wir gehen jetzt mal zum Häuptling. Das heißt, wir zerstören nicht die Konstantin-Typen. Kann sein, dass wir da halt noch ein paar andere Quests hätten machen können, aber ich weiß es nicht. So. Reisen wir mal dahin zurück und gucken, vielleicht bin ich jetzt ein übelster Freund und kriege irgendeinen Boni. Ansonsten weiß ich nicht, warum ich mich entscheiden sollte für eine Gruppe. Vielleicht hätte ich auch vorher googeln sollen, was ist besser, die Nord oder die Rieglinge. Und die Rieglinge ist ja, es ist ja schon was Besonderes, für Rieglinge zu kämpfen. Es ist zwar ein bisschen erbärmlich, für Rieglinge zu kämpfen, aber es ist in Ordnung. Stolz bin ich nicht drauf, aber gut, muss man nicht sein. So, laufen wir mal zu Häuptling, hast du nicht gesehen, und werden unsere Beförderung anfordern, ja. Unsere Belohnung anfordern. Oh, Häuptling. Ihr Starke, ganzer Stark, Stammstark für euch, ja. Ganzer Stammstärker mit euch. Aber vielleicht ihr zu stark. Zu stark will Häuptling sein. Ha 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 ha.
Okay. Ihr habt recht, ich will der neue Häuptling sein. Stark kämpft immer gegen stark. Cola Wasser. Irgendwie halte ich da raus. Das ist ein Kampf zwischen mir und mir. Oh, das machst du wirklich. Oh, jetzt hast du sie angegriffen. Bist du dämlich oder was? Das war nahezu erbärmlich. Wieso hat er eine Laterne dabei gehabt? Ich bin der Häuptling! Ja! Was habe ich da jetzt draus? Außer dass die Meterhalle wahrscheinlich leer ist. Ich bin euer neuer Häuptling. Guck mal, was für Belohnung wir dafür bekommen, dass ich der neue Häuptling bin. Vor allem stark kämpft gegen stark. Ich habe ihn einen Pfeil in den Bauch gerammt und er ist umgefallen. Was? Was ist hier los? Ich darf nicht den Boden berühren. Wer hat das früher auch gerne gespielt? Nicht den Boden berühren. Ich muss zu meinem Thron kommen. Das muss so eine Art Minispiel sein. Nein! Wie affig ist denn das? Oh Gott, nein. Der Boden ist einfach weg. Nein. Ich gehe mal kurz raus und wieder rein. Der Boden war einfach weg. Was ist denn hier los? Das Spiel ist so broken, Alter. Tja, jetzt gehört niemand mehr die Halle. Weil keiner mehr reingehen kann und runterfällt. Hey! Hoch lebe der Boden! Ich kann mich gar nicht hinsetzen. Huch. Hier muss der Häuptling wohnen. Das sieht sehr aufgeräumt aus, ja. Gibt's hier irgendein Versteck oder so? Nö. Na gut. Das wird's wohl gewesen sein. Es hat niemand in die Halle. Außer ein paar Rieklinge ohne Häuptling. Was soll's. Ich würde sagen, morgen questen wir weiter. Und übermorgen, denke ich mal, sind wir schon dabei, dann zu Mr. Allmächtig zu gehen und ihn zu töten. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.